Liebe so oft missbraucht und gebraucht worden und so oft manipuliert worden. Aber trotzdem wissen wir, dass etwas existiert, was größer ist als alles andere, tiefer geht als alles andere, ja? Ohne dass man das jemals analytisch beschreiben kann oder wissenschaftlich. Ja? Das ist wahrscheinlich die größte Macht, die es gibt, ist Liebe. Man kann zu jemandem eine große Liebe oder Nähe empfinden, zu jemandem, der lange tot ist sogar. Wobei Liebe ein gefährliches Wort ist. Liebe ist ja ein Wort, das wahrscheinlich öfter verwendet wird im Sprachgebrauch als jeder andere Begriff. Und trotzdem gibt es kaum ein Wort, das so missbraucht ist wie das Wort Liebe. Es muss etwas geben, was über dieses physikalisch rein Messbare, quantitativ Messbare hinausgeht. Und das ist das Geistige. Und deswegen glaube ich, dass Liebe, Ästhetik, aber auch Glück im Grunde in ihrer reinen Form das Gleiche sind. Ja? Das heißt, es ist das rein Geistige wäre das dann. Ja? Und ich glaube auch, dass in der Vergangenheit, wenn immer von religiösen oder mystischen Erlebnissen gesprochen wird, dass genau das gemeint ist. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, es ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt wäre, zu beschließen, selber wahrzunehmen, auf seine eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen, ja? Das, was man selber sieht, das, was man selber empfindet, dem zu trauen, ja? Seine eigenen Sinne zu verwenden und seine eigenen Schlüsse zu ziehen und seine eigenen Entscheidungen. Man muss sich abnabeln. Irgendwann muss man brechen mit dieser Abhängigkeit der Gesellschaft und der Gängelung oder Manipulation. Man muss den Schritt hinaus wagen. Und wenn es passiert, ist das ein richtiger Freiheitsrausch. Es ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, im Dialog mit Kindern, dass Kinder dort schon sind. Ja? Dort, wo man als Erwachsener mühsam hinkommt, mit sehr viel Überwindung und Anstrengung und mit all diesen Ängsten, dass Kinder bereits dort sind. Ja? Also wenn ich mit Kindern rede, habe ich das Gefühl, das ist das Ziel, dort anzukommen, ja? Wieder in der Kindheit. Wir haben ein Sensorium und eine Intelligenz und ein intuitives Wissen, das so gewaltig ist. In unserem Unterbewusstsein befindet sich die ganze Erfahrung der Menschheit. Ja? Wenn man dem vertrauen würde und dort auf der Suche gehen würde, würde man merken, dass man Antworten auf alle Fragen findet. Und man braucht dazu nicht die Zeitungen, nicht das Fernsehen, keine Autoritäten, keine Professoren, keine Fachleute, die alle einem bestimmten System dienen und einen in ein bestimmtes Glaubenssystem zwingen wollen. Ich glaube, wenn man offen ist und sich umschaut, sind alle Antworten in einem selber. Kunst ist eine Entdeckungsreise. Man tastet sich als Künstler vor. Weil wenn man wüsste, was am Ende rauskommt, würde man gar nicht anfangen, weil dann ist das ja, erübrigt sich das ja, ja. Sondern es ist selber ja eine Neugierde. Man weiß ja nicht, wo das hinführt. Ja.